Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, letztes Spiel der Hinrunde gegen SV Werder Bremen. Und dann haben wir die gute alte Winterpause mit Weihnachtsfeier, Sponsorentag, Fanclub-Treffen. Ja, so wie immer eigentlich, Druidenzirkel. Das Einzige, was wir diesmal nicht machen, ist ein Hallenturnier. Aber liegt daran, weil wir auch genug, ja, so einigermaßen genug Geld haben. Dementsprechend, ne, werde ich da jetzt kein Hallenturnier machen. Könnte man machen, ne, kriegt man noch ein bisschen Geld dazu, aber ja, ist jetzt nicht, ja, notwendig, sagen wir mal so. Ja, dann haben wir ja festgestellt, dass die Frische so ein bisschen also, ja, was heißt ein bisschen, ne? Ein bisschen wäre gut, ist aber nicht ein bisschen. Dementsprechend, man merkt hier die Frische. Bei den Leuten, die kaum spielen, ja, die ist sehr niedrig. Jensen 46. Und das ist halt das so ein bisschen auch problematisch. Wenn wir die dann reinpacken, von der Bank aus, ja, dann bringen die ja kaum Frische mit. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Dementsprechend habe ich das jetzt wieder auf leicht eingestellt. Das individuelle Training, also die Intensität, besser gesagt. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt wieder aufwärts geht mit der Frische. Aber ich denke mal schon, wir haben ja jetzt auch, wie gesagt, die Winterpause, die kommt ja. Da machen wir Regeneration und Stimmung. Da kommt sowieso die Frische. Dann Druidenzirkel mit Siegeswille. Ich guck mal die Zimmerbelegung. Vargas ist frei. Ich glaube, der Vargas hatte sogar mit einem... war der gut, meine ich, oder? Der Vargas, wo ist der Vargas? Wenn mich jetzt... Nee, doch nicht, okay. Breithaupt mit Pronichev, Jensen mit Udokai, wir gucken mal. Jetzt muss ich mal genau gucken, hier wegen der Zimmerbelegung. Breithaupt, Pronichev... Ja, Udokai Jensen ist auch gut. Vargas ist alleine. Ist jemand noch alleine? Ja, Iago, ne? Da würde ich sagen, Iago kommt mit Vargas. Ja, damit er auch nicht so alleine auf dem Zimmer ist. Weil der hat auch keine Feindschaften mit jemandem. Von daher passt das eigentlich. Warte mal, wer war jetzt? Udokai Jensen, Breithaupt, Pronichev. So, gucken wir hier nochmal. Jensen, Udokai, Breithaupt, Pronichev. So, Jensen kann mit Udokai und Cardona. Pronichev mit Breithaupt, ja. Cardona mit Frederik Jensen, aber der Jensen ist schon mit Udokai, meine ich. Ja, ja, von daher, also ändern können wir da jetzt nichts, ne? Weil, ups, falsch. Ja, da, wie gesagt, Udokai ist jetzt mit Jensen, ne? Von daher. Aber wir müssen halt Feindschaften, habe ich jetzt vergessen zu gucken. Ne? Oxford mit Nübel geht nicht. Okay. Da gucken wir einfach mal. Rex Bitschein mit Kömür. Kronichev mit Iago. Okay, da können wir sowieso streichen. Ist ja nicht. Also jetzt muss ich mal gucken, mit wem Nübel und Oxford auf dem Zimmer ist und Kömür. Nübel ist mit Dorsch, okay. Oxford ist, Kömür ist mit Dan, okay. Und jetzt wird schon mit Dietzemann. Oxford ist mit Bibia, ja, dann passt das. Ne? Jo, perfekt. Schöne Sache. Ansonsten haben wir jetzt auch nichts zu tun. Wie gesagt, wir haben jetzt das Spiel gegen SV Werder Bremen. Einzelgespräche habe ich noch nicht gemacht. Ach genau. Ich wollte den Wanner verpflichten. Haha. Genau. Das war noch mein Ziel. Ach ja, Jugendspieler abwerben wollte ich auch mal gucken. Aber da haben wir so will. Ja gut. C-Jugend, ne? 13 Jahre Rechtsverteidiger, großes Talent. Ja, können wir mal mitnehmen. Ja, passt ja. C-Jugend, großes Talent. Ja, der hat riesiges. Boah, Stärke 5 schon, ne? Schon krass, ne?
Für einen C-Jugendspieler auf jeden Fall. Und dann versuchen wir mal, gucken wir mal einzelgesprächsmäßig. Dann machen wir mal den Berisha. Bibia machen wir auf jeden Fall noch. Ansonsten Grafe. Sitter. Kömö machen wir auch mal auf. Wenn er ja, der wechselt hier ablösefrei. Ich sag mal so, wenn wir den jetzt noch Ablöse bekommen hätten, beziehungsweise den noch einen Vertrag gegeben hätten, ich glaube, wir hätten, boah, also wenn dann Marktwert 2 Millionen gehabt oder so. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, dass er ablösefrei gehen wird. Ne? Dementsprechend, ich hatte noch gehofft, dass er wenigstens ein bisschen an Geld noch bringt, ne, und nicht ablösefrei wechselt. Weil ja der Transferfenster auch nicht zu war. Ne, dementsprechend. Verhandeln konnten wir auch nicht. Na, da war halt der Blöde. Aber was willst du machen? Ist passiert. Wir holen uns den Wanner an Bord, ne, für diese Saison noch. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass der sich auch aufwertet direkt. Am besten doppelt. So, dass er direkt seine Stufe 9 hat. Und dass er direkt auch öfters mal spielt bei uns. Aber wird er auch so. Ja, der wird auch so mal ab und zu reingeworfen. Genau. So, wir gehen dann mal weiter. Ja, der kriegt halt 240.000, ne? Der Stärke 7. Allerdings muss man auch drauf gucken, der ist ein großes Talent. Jetzt mit der Summe. Ja, 5.000 bis 7.000, ne? Ist so. Ich würde sagen, wir gehen auf 8.000 sogar. Ich sag mal so, wir können ja hochgehen. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir hochgehen, dass wir dann am richtigen Verhandlungstisch, würde ich sagen, dass wir da dann sagen, komm, wir gehen ein bisschen niedriger. Natürlich, wenn er auch will, ne? Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen an die Auflaufprämie höher. Machen wir 15.000, machen wir 14.000. Ja, guck mal, da ist er doch zufrieden. Super. Berisha kriegt ein Lob. Bibia kriegt bester Mann. Grafe kriegt... Ach! Ah, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Mist. Mist, Mist, Mist. Da ja, müssen wir nochmal mit denen sprechen nächste Woche. Wolfsburg spielt 2-2 gegen AS Rom. Ist auf Platz 1. Ja, gute Hinrunde sozusagen in der zweiten Gruppenphase. Für Wolfsburg soweit. Leipzig gewinnt 3-4 gegen Twente Enschede. Ein torreiches Spiel. Sind auf Platz 1, ist auch gut. Ja, ansonsten war es dann, ne? Ja. Sitter, der kriegt ein Lob. Ja, der hat eine Form von 10. Ja, siehst du, jetzt hat er eine Form von 11. Jetzt können wir den loben. Super. Wir spielen auswärts gegen Bremen. Ist, komm, wir packen mal Udokai wieder rein. Der Graf hat jetzt noch eine 3,8. Ja, liegt daran, weil er gesagt hat, wir meinen das ja anscheinend nicht ernst. Herber, wie sieht's aus? Ja, frische 30, ne? Geht immer weiter runter. Ist bitter. Ja, dementsprechend werden wir in der Winterpause die Frische bolzen müssen. Aber Stimmung brauche ich eigentlich nicht, ne? Wir gucken mal, Stimmung ist 19. Da könnte ich normalerweise nur Regeneration machen. Ja, könnte man machen. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Dass wir nur auf Regeneration gehen. Ansonsten lassen wir alles. Soweit. 16.293 Zuschauer, 593 sind aus Augsburg mitgereist. Ja doch, sind von uns mitgereist. So, Ingolf Lück tippt ein 4-1 für Bremen. Und die kriegen auch direkt einen Eckball in der ersten Minute. Aber der ist nicht gut gelungen von Bremen. Oh, jetzt nochmal Eckball.
Ja, sehr gut, Nübel. Das Ding hält er. Und da ist das 0:1 für uns. Berisha, der Torschütze, breithaupt mit der Vorlage. Mit einer 0:1 Führung gehen wir in die Halbzeit. Ich würde sagen, Nübel kriegt den Lob. Verspricht ihn in der zweiten Hälfte noch besser zu werden. Und wir sagen, macht sie fertig. Voltemade versucht, Mbabu auszuspielen. Hat immer noch den Ball. Ja, der ist richtig aktiv. Aber Breithaupt geht dazwischen. Sehr gut. Und da ist das 1:1. Ja, der Aktive macht das Tor, der Schmied. Abseitsfall haben wir 16. Wusste ich gar nicht. Ja, vielleicht müssten wir das auch mal anmachen. Wieder Torwart offensiv. Ne? Das habe ich eigentlich auch immer angehabt, soweit. Ja. Sauber 1:2. Udukai mit der Vorlage. Belgium mit dem Tor. Ah, Bibia, ey. Kriegt die gelbe Karte. Und es gibt Elfmeter. Wusste nicht, dass er im Strafraum ist. Eieieiei. Oxford kommt mal für Udokai rein. Am Ende spielen wir 2-2, 3:3 Chancen. Ja, das Unentschieden ist ja nichts Neues, ne? Kennen wir ja schon. 3:3, bester Spieler Berisha, Spielwertung 3, hübsch. Ja, notentechnisch Nübel mit einer 3,0, Iago 2,5, Breithaupt auch, Bibia ebenfalls, auch wenn er den Elfmeter verschuldet hat. Belgium Berisha mit einer 1,5. Ja, beide haben getroffen. Der Torwart 5,5. Eine richtig schlechte Note hatte der Keeper. Aber wir haben trotzdem unentschieden gespielt. Bitter. Und ja, was resultieren wir daraus? Wir sind nicht mal auf dem Aufstiegsplatz. Wir sind jetzt auf Platz 4. Da überwintern wir. Wir waren so gut reingestartet in der Saison. Und dann, ja, am Ende Vierter. Auf eine Hinrundentabelle. Ich hoffe, wie gesagt, dass es sich in der Rückrunde steigert, sodass wir wieder auf dem Aufstiegsplatz landen. 3:5 gewinnt Mannheim gegen Kiel. So heftig. Darmstadt gewinnt 2:5 gegen Rostock. Schalke gewinnt 4:0 gegen Braunschweig. Oh, der Vargas. 12 Punkte, 2 Tore, 10 Vorlagen hat er gemacht. Unser Vorlagengeber hier. Sehr gut. Berisha und Belgio sind in der Elf des Tages. Nationaler Pokal Italien haben wir auch noch. Österreich. Und England. Oh, da ist die Auslosung im englischen Ligapokal. Transfers war jetzt auch nichts Berauschendes. Jensen, Belgio und Vargas sind im Nationalkader. Jensen für Finnland, Belgio für Kroatien und Vargas für die Schweiz. Ja, und wir werden abgewertet. Saisonziel nicht mehr übertroffen. So schnell kann es gehen. Gut, wir gehen da mal weiter. Genau, wir wollen den Wanner ja haben. Jetzt ist Winterpause angesagt. Wir gucken mal auf die... Ach man, ich klicke falsch. Da ist die Stimmung. 19 haben wir. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir erstmal nur Regeneration machen. Ja, ich glaube, wir machen erstmal nur Regeneration. Dann machen wir halt die letzten 3 Wochen nochmal Stimmung. Stimmung. Das reicht schon.
Okay. Ansonsten machen wir natürlich noch, wie immer, Gespräche führen. Mit Iago zum Beispiel machen wir mal. Mit Breithaupt. Damen machen wir auch. Dietzemann, ja, Arne Meyer. Ja, und den Grafen, ne? Den müssen wir besänftigen ein bisschen. Ja, Dorsch 99 hat er jetzt. Und dann Abfahrt. Wie sieht es mit Vorstandsvertrauen aus? Immerhin 97%. Wir sind absolut unumstritten. Ja, das bedeutet wiederum, falls wir echt nicht aufsteigen sollten in dieser Saison, also wenn wir weiter so Unentschieden oder Siege feiern, beziehungsweise auch dann noch Niederlagen und so haben, ich sag mal so, wenn wir auf Platz 4 oder 5 landen, denke ich mal, sind wir immer noch in der nächsten Saison auf jeden Fall hier in Augsburg. Von daher, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, 70, 60% wären, dann wäre das schon ein bisschen schwieriger. Bei 80 würde ich sagen, ja, schaffen wir auch. Außer, ich sag mal jetzt, außer wir werden jetzt 1000, also 1000 nicht, ne, geht ja gar nicht. Aber wir werden jetzt, wir haben jetzt so, weiß nicht, einige Niederlagen vor uns hintereinander. Ja, dann kann das natürlich ein bisschen anders sein. Ja, mit Torwart werde ich jetzt wahrscheinlich Torwart mal offensiv machen. Ja. Habe ich ja so ein bisschen abgeschaltet bei 3 Tore Gang zurück. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das auch noch an. Ich bin noch mal überlegen, ob wir mal ein Testspiel machen. Ja. Bin ich oben überlegen. Ich weiß es nicht. Will überhaupt jemand? Jo, einige, ne? Ja, im Winter ein Testspiel. Illertissen. Na komm, wir lassen's. Ein Testspiel. Oder? Nee, wir lassen's. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die nächste Woche, haben Verhandlungen mit den Wanner. Mal loben. Stille Nacht, heilige Nacht, ein ruhiger, besinnlicher Abend, weit weg von den Niederungen des Profifußballs. Breithaupt kriegt auch ein Lob. Ihre Sponsoren sind bisher mit der Leistung. Ja, gut. Sie sind zufrieden. Sehr gut. Wenigstens etwas. Dietzemann kriegt auch nochmal ein Lob. Ah, keiner verhandelt mit. Das ist gut. Ziemlich schwierig eigentlich. Ja, das ist blöd, ne? Ich kann ja mal gucken, dass wir trotzdem hier mal ein bisschen runtergehen. 9000, 5 Jahre. Weil Augsburg muss ja erstmal besser bieten, ne? Ich weiß jetzt nicht, ne? Was ist, wenn wir hier. Ja, eigentlich macht man mehr. Ja, ich bin am Überlegen, ey. 250.000 Grundgehalt für den Spieler ist eigentlich noch günstig, ne? 9.000 Auflaufprämie, wenigstens Grundgehalt. Ja, wir gucken einfach mal. Na ja, gut, Elversberg gibt ein verbessertes Angebot ab. Was ist, wenn wir das nur höher machen? Ah, dann steigen sie aus. Okay. Ja, perfekt. Mussten wir das Grundgehalt gar nicht erhöhen. Ja, möglicherweise hätten wir das auch niedriger machen können, ne? Wenn man das so schaut, ne? Dann hätten wir auf 200.000 gehen können oder so. Ja. Aber okay. Für 4,18 Millionen wechselt der ab sofort zu uns. Sehr gut. Arne Meyer kriegt noch ein Lob. Der Grafe, ein persönliches Gespräch. Premier League geht auch weiter. Ansonsten nichts Wildes. Nationalkader. Ja, wie immer, Jensen, Belge und Vargas. Okay. Oh, Baba Jan wird umworben. Der hat ja gegen uns auch gespielt. Geldgeier und Unruhestifter. So, Wanner ist ein offensives Mittelfeldspieler. 21 aber auch, sein Alter noch. Sogar. So, da haben wir da den Juten. Oh, der hat sogar eine gute Form und so. Ich werde jetzt seine Moral erstmal hochpushen. Ansonsten, ja, Grafe, ne? 11 plus, das ist gut. Machen wir auch mal mehrere Gespräche mit ihm.
Und mit dem Kömü machen wir auch mal eins. Wie gesagt, den Wanner habe ich jetzt so gesehen verpflichtet, damit der trotzdem aufgewertet wird. In dieser Saison noch. Weil, wie gesagt, in Elversberg ja, hätte er sich auf jeden Fall nicht aufgewertet, weil die in der dritten Liga spielen. Dementsprechend da dann seine Maximalstärke so gesehen erreicht. Aber wir haben denn jetzt keinen Stammplatz gegeben, oder? Ne, gut. 3,07 Millionen hat er jetzt schon Marktwert. Das heißt, ey, das Geld kriegt man locker raus. Dementsprechend. Aber wir gucken mal. Ja, Stimmung ist immer noch 19. Von daher hat das jetzt keine Auswirkung gehabt. Ja. Kerber Einzeltraining. Gut. Note letztes Spiel 5,0. Die treuen Anhänger des Vereins sind zurzeit mit ihnen sehr zufrieden. Die Jugendarbeit wird ebenfalls sehr gelobt. Ja, super. Das freut mich doch zu hören. Ihr Jugendspieler Aliko hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 7. Boah, das ist auch so ein Spieler für die erste Mannschaft schon, ne? EM-Qualifikation. Schweden spielt 2-2 gegen Deutschland. England 2-1 gegen Polen. Italien 3-1 gegen Israel. Slowakei 1-0 gegen Österreich. Und Finnland verliert 0-1 gegen Dänemark. Und Deutschland ist auf Platz 3. Griechenland 1., 2. Schweden. Ja, enge Kiste, ne? Aber es sind noch sehr viele Spiele zu machen davon ab. Ja. So, nationaler Pokal ist jetzt angefangen. Oder ja, erste Runde ist das. Gut, dann haben wir Italien. Da war das Rückspiel jetzt. Österreich war auch das Rückspiel. Und jetzt kommen die Auslosungen. Wer ist denn da noch dabei? Neapel, Rom, also Lazio Rom, Inter Mailand. Ja. Österreich. Ist ja noch Salzburg dabei? Nö. Aber die zwei Wiener, Austria Wien und Rapid Wien, Sturm Graz ist auch dabei. Ja. Hümer hat sich in Sachen Schusskraft verbessert. Okay. Ach ja, der Wanner. Der macht Tor in Stream. Ja, kann er gerne weitermachen. Habe ich nichts gegen. Wir haben 9,41 Millionen haben wir noch. Müsste passen. So, Bibia kriegt noch ein Gespräch. Der Nübel. Der Udokai. Brex Pitschei. Der Jensen kriegt auch noch mal eins. Ansonsten Cardona kann auch noch eins kriegen. Wie sieht es mit Wanner aus? Ja, 109, perfekt. Ja, Köme kriegt auch noch mal ein Gespräch. Gut. Ach ja, der Aliko, ne? Der ist Libero. Ach, Libero ist der, ne? Ah. Weißt du, der Paulo Marques wird gefördert, aber Aliko verbessert sich. Der Libero. Aber ich werde den wahrscheinlich hochziehen, ne? Ich werde mal gucken. Sollen wir den mal im Profikader 4 Wochen testen? Weil ich will mal gucken. Den Aliko. Ja, 0 Jahre, ich weiß. Das checke ich sowieso meistens nicht. Ich weiß nicht, ist das ein Bug, ey? Weil das war früher noch nie so. Dass auf einmal steht da 0 Jahre. Oder so, oder? Ich weiß es nicht. Auch wenn man Nebenposition ist Innenverteidiger, das ist doch schon mal super. Das heißt, den kann man auf jeden Fall dann übernehmen. Als Innenverteidiger dann. Dann muss man gucken, dass man das als Hauptposition macht. Dass der dort nur spielt. Perfekt. Spieler hat Übergewicht. Ja gut, das ist natürlich nicht so gut. Kann Ball halten. Da fehlt noch... Mit seinem Übergewicht kann er doch einen Zweikampf machen. Aber ganz nice, muss ich sagen. Wäre mir lieber als hier so ein
den, der auch schon 31 ist, ne, kommt auch noch dazu, ne, da bin ich sogar am Überlegen, ob wir den sogar ablösefrei ziehen lassen würden, ne. Ich wusste gar nicht, dass der so alt ist, um ehrlich zu sein. 420.000 Marktwert hat er. Jetzt ist halt die Frage, wer möchte den noch haben, ne? Stärke 4. Ich bin am Überlegen, ey. Zur Not würde ich den auch den Aliko dann hochziehen, ne? Das Problem ist jetzt, ich glaube, das ist wirklich so ein Bug, wenn man den jetzt einen Vertrag anbietet, dann ist er trotzdem nächste Saison, ist er diese Saison am Ende ablösefrei. Weil das Spielchen hatten wir jetzt schon zwei oder drei Mal, dass wir Leute erst im Profikader getestet haben, dass sie dann, dass wir den dann auch, wo wir uns den angeguckt haben, dann einen Vertrag gegeben haben. Und dann war der auf einmal doch trotzdem weg. Obwohl er eigentlich einen Vertrag hatte. Na, ich muss mal gucken. Wie gesagt, wir lassen den Aliko jetzt noch mal. Ja, ist halt blöd für die Auf- und Abwertung dann. Ne? Weil ich weiß nicht, ob er jetzt, wenn er ein Profikader ist, dass er getestet wird, dass der, ne? Wisch schon. Ich weiß nicht, ob den jemand haben will, so 31, Stärke 4. Da ist halt die Frage, wenn er sich jetzt verbessern würde, dann könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht so ein Drittligist den haben will oder so. Na, da kann ich mir eh vorstellen, aber sonst, boah, schwierig, ne? Ja, ablösefreie Spieler gehen zu lassen, ist immer eigentlich bitter, ne? Aber wenn das nicht anders geht, weil den wollen wir eigentlich unbedingt loswerden. Komm, wir machen das einfach so. Wir packen den mal so erstmal auf den Transfersliste und dann schauen wir mal, wenn das gar nicht klappt, dass wir den dann ablösefrei ziehen lassen. Ja, vielleicht kurz vor Ende der Saison oder so, dass wir den dann ablösefrei anbieten. Das wäre vielleicht noch eine Option. Einzelgespräche haben wir, sehr gut. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, nächste Woche sind wir dann im Druidenzirkel. Nübel, Ligapokal England, nach Verlängerung 3-2 Lattentown gegen Wolverhampton, Chelsea ist auch weiter und so weiter. Aliko hat sie im Training. Ja, der macht mal im Training im Profibereich mit und was ist? Fällt direkt mit Adaptoren-Abriss aus. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie lange das ging, die Verletzung. So, Rodic rückt als neuer Spieler in ihrer Jugendmannschaft auf. Sehr gut. Den gucken wir uns dann gleich mal an. Premier League. So, Transfer Skip, Wechsel von Tottenham nach Dynamo Zagreb. Carboni von Kopenhagen nach Juventus Turin. Dann haben wir Oppegaard von Rangers FC nach Paderborn. Helder Costa von Düsseldorf nach Salernitana. Dann haben wir Aldakil von Burnley nach Atalanta Bergamo. Gut. Dann sind wir jetzt diese Woche im Trainingslager. Bin mal gespannt. Erstmal ein paar Gespräche. Grafe kriegt auch mal eins. Boah, ich hoffe, der wird auch aufgewertet, ne? Wäre auch wichtig, wenn der aufgewertet werden würde. Wichtig, wichtig. Wanner hat noch 109, 14 plus. Sehr gut. Und dann gehen wir mal in die nächste Woche hinein. Ich glaube, danach ist die Auf- und Abwertung. Jetzt nach dieser Woche, meine ich.
Oh, nationaler Pokal England. So, Grafe. Jensen. Ja, lag ich doch richtig. Jetzt ist die Auf- und Abwertung. Ja, du kannst leider keine Stärke 10 bekommen, ne, Damen? Ja, solange Nübel jetzt nicht abgewertet wird, ne, das ist... Das wäre echt... Ja gut, bleibt bei 10. So, Heinke, Stärke 4. Bleibt bei 4. Aliko. Ach, guck mal, der ist sogar mit drin. Ah, bleibt bei Stärke 7. Wäre cool gewesen, wenn er direkt aufgewertet werden würde. Aber schade. Leider nicht geklappt. Ah, wieder aufgewertet. Ja, bleibt bei 5. Vielleicht können wir dadurch ein bisschen Geld rausschlagen. Am Ende. Wäre natürlich nice. So, die Zimmern. Wie sieht's aus? Wird immerhin auf 8 aufgewertet. Mbabu. Ich ahne Böses. Ja. Wird abgewertet. Ich fasse es nicht. Ja, ansonsten ist Eitschberger unser neuer Rechtsverteidiger, ne? Wird zwar nicht aufgewertet, aber ja, ist jetzt gleich stark mit Mbabu. So, Grafe. Wie sieht's mit dir aus? Bleibt bei 4. Das ist natürlich blöd. Bibia bleibt bei 6. So, Kerber, wie sieht's mit dir aus? Ja, bleibt auch bei 7. Dorsch bleibt bei 9, ist klar. Meier kann ja auch nur bei 9 bleiben. Breithaupt. Oh, Jensen, der bleibt auf jeden Fall auch bei 9. Rex Bitschei ebenfalls. Kömür, der kann sich sowieso nicht mehr verbessern. 8 ist seine Maximalstärke. Pronichev bleibt bei 7. Wanna, jetzt bin ich da mal gespannt. Jawohl, auf 8 aufgewertet. Jetzt nochmal auf 9. Ja, geht doch. Ein guter Griff. Paul Wanner direkt auf 9 verbessert. Perfekt. So, Cardona. Ja, der bleibt eh bei 9. Sitter. Bleibt bei 4. Berisha, der bleibt auch bei 9. Ja, im Großen und Ganzen. Paul Wanner, sehr gut. Von 7 auf 9 verbessert. Mbabu von 8 auf 7 abgewertet. Dietzmann von 7 auf 8 aufgewertet. Auch gut. Den auf 5. Auch gut. Vielleicht kriegen wir den dann auch noch weggegeben. Paul Heinke, ja, der dritte Keeper. Da bin ich auch am Überlegen, ob wir den einmal einsetzen in der Saison. Dass wir wenigstens keine Abwertung bekommen. Dass er einen Startplatz-Einsatz kriegt. Bin ich am Überlegen. Aber im Großen und Ganzen, ja, verbessert. Ja, um einen Punkt, ne? Obwohl, nee, nicht wirklich. Wenn ich so überlege, nicht wirklich haben wir uns verbessert. Sondern wenn man uns die Stammelf anguckt, Mbabu abgewertet. Wir haben keinen gleichwertigen Rechtsverteidiger von der Stärke her. Also kein Stärke 8, damit meine ich. Sondern Stärke 7 Eitschberger. So, das heißt, die beiden sind jetzt gleich stark. Das heißt, da haben wir jetzt uns verschlechtert um einen Punkt. Ansonsten hat sich nichts geändert. Wer war linker Verteidiger? Ach ja, der Iago, genau. Ne, da haben wir so uns nichts verbessert. Ne? Der Kerber, linker Mittelfeld, ist geblieben auf Stärke 7. Bibia ist auch geblieben auf seiner Stärke. Dementsprechend, ja, kann man sagen, um einen Punkt verschlechtert in der Startelf. Aber so von den Talent her, Paul Wanner zum Beispiel von 7 auf 9, also direkt
Na, aufgewertet, komplett auf 9. Schon mal ganz nice auf jeden Fall. So, wir gucken erstmal auf die Transfers. Petzella wechselt von Empoli nach Bremen. Marusic von Viborg FF nach WSG Tirol. Adingra von Brighton & Hove nach Rangers FC. Collins von Tottenham nach Brighton & Hove. Wir gehen dann mal weiter. Wir gucken mal, wie viel der Wanner jetzt wert hat. Na, guckt euch das mal an. 9,79 Millionen. Also, wenn der ein Angebot kriegt, na, wird schon über 10 oder 11 Millionen sein dann. Na, da kriegen wir schon mal wieder die 4,9 Millionen raus. So, was heißt das? Fällt aus 6 Tage. Okay. Ah, nee. Stimmt, das heißt ja Wochen. Tage sind ja das nicht. Ja, 7 Wochen fällt aus. Adduktorenabriss. Sehr schön. Das heißt, wir werden den erstmal keinen Vertrag anbieten, sondern wahrscheinlich am Ende der Saison nochmal. Und dann werden wir den wahrscheinlich einmal einsetzen. So, dass er wenigstens keine Abwertung bekommt. Und dann eher positiv Aufwertung. Obwohl, ich glaube, da kommt immer drauf an, ne? Wegen Mindestanzahl der Spiele bei, wenn er zum Beispiel jetzt vor kurzem erst im Kader gestoßen ist. Ich glaube, dann, ne? Sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Apropos, Kroni-Chef ist bestimmt wieder draußen, ne? Ja. So. Also kein Spiel, aber meine Karriere, genau, bei denen hat das geklappt. Ja, mit dem Heinke, ne? 22 Jahre jung, aber boah, schwierig, ne? Stärke 4. Kein Talent. Das ist jetzt auch nicht so mein Fall, ne? Ja, wir bieten den noch so auf der Transfersliste an. Ja, der hat seinen Marktwert gestiegen um 588.000. Ja, Mbabu, ne, ist natürlich bitter. Wenn man sich sein Gehalt mal anguckt, das ist schon enorm, ne? Ich bin am Überlegen, ob wir den nicht sogar nächste Saison abgeben. Weil, wenn man sein Gehalt sich anguckt, das ist schon enorm. Da würde ich mir lieber einen anderen holen. Jetzt ist halt die Frage, Geldgeier und Mimose. Das heißt, ja, da können wir das hier nicht machen, da machen sie kein Spiel mehr. Ja, komm, packen wir mal auf der Transfersliste und dann gucken wir mal für die nächste Saison. Könnten wir ja jetzt schon mal machen. Vertrag muss auslaufen, rechter Verteidiger, Inländer. Ja, mindestens ein kleines Talent, würde ich sagen. Ja, da hätten wir hier Felix Agu, ne? Der ist 27 Jahre alt, kann kein Kopfball, ist aber ein Hitzkopf. Kleines Talent, Verletzungsanfälligkeit hoch. Rakete, Spielübersicht, aber wie gesagt, Kopfball, da müsste man dann wegmachen. Oder hier den Neukirch. Mittleres Talent, Schönwetterspieler und Integrationsfigur. Kann dribbeln. Ein Jahr Vertrag bei Hoffenheim. Ja, er hat noch keinen Einsatz, ne? Man kann ihn jetzt mal auf der Beobachtungsliste packen. Wäre halt bitter, wenn er halt nur abgewertet wird. Den können wir auch mal auf Beobachtungsliste packen. Dann können wir mal Inländer und Fußball-Inländer gucken. Was haben wir da? Gölles, Österreich, das wird auch noch gehen. Fairer Spieler. Kleines Talent, 27 Jahre alt. Ja, kann halt maximal Stärke 9, ne? Aber wäre dann was für die Breite, wenn der Eichberger sich verbessert? Ein Jahr Vertrag, ne? Tomiyasu bei Arsenal. Wäre ablösefrei, ne? So ein Stärke 10 Spieler, ey. Wäre schon nice, ne? Festgehaltene Million, ey. Aber der wird auch nicht jünger. Wäre so bei 12 bis 14.000. Obwohl, der hat er schon. Ne? Vertrag gilt nur für erste Liga, ja. Wenn die absteigen sollten, ist er weg. Aber, ja, wir gucken einfach mal. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Wie sieht es kalendertechnisch aus? Ja, 2 Wochen haben wir jetzt noch. Da würde ich sagen, wir gucken einmal. Ja, Siegeswille 15. Also 15 ist gut. Ja, das ist super. Was wir halt, ich sag mal so, zur Not
wenn Siegeswille echt runtergeht, dann müssen wir zur Not auch mitten in der Saison mal ein Trainingslager machen. Wie sieht's frische technisch aus? Ja, guck doch mal. Also, das geht auch jetzt langsam in die Höhe, aber ist auch klar wegen Regeneration, ne? Jetzt haben die halt noch 2 Wochen Regeneration und dann ist die Frische wieder sehr gut. Ja, konditionell ist klar, dass die dann ein bisschen abbauen. Ja, das ist ja normal, aber hier steigern sie das dann wieder im Trainingsspiel. Von daher passt das ja. Aliko. Zweikampf. Paul Wanner macht Torinstinkt. Apropos Torinstinkt, ne? Freistoßschuss macht dann der Wager. Breithaupt macht das, ne? Stimmt. Der Wanner macht mit. Ne? Würde ich sagen. Weil nachdem der Torinstinkt gelernt hat, würde ich sagen, gebe ich den auf Freistoß. Ja, den Wanner. Dann passt das. Oh, Termine haben wir noch nicht ganz gemacht. Pronischef und Kömür haben wir nur. So, dann würde ich sagen, Arne Meyer kriegt noch eins. Dietzemann. Ja, mit Graf ist auch blöd, ne? Aber der wird auf jeden Fall nicht. Also auch der wird noch abgewertet. Außer, ja, wir geben denen jetzt noch 4 Einsätze. Weil ich meine, der war Joker. Oder war der Startplatz? Warte mal, guck mal. Ja, ein Einsatz. Joker ist das. Ja. Ach, Kömür mache ich doch gerade schon. So, Dan machen wir noch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Aliko hat sich frisch verliebt in die Michaela und kann sich zurzeit nicht so recht auf den Fußball konzentrieren. Ja, geht immer weiter mit dem Aliko. Erst die Verletzung und jetzt das. Transfer. Dante wechselt von Hertha BSC nach Inter Mailand. Mbabu wird umworben. Jetzt ist halt die Frage, für diese oder für nächste Saison? Ja, jetzt für diese Saison, ne? Dann verlieren wir den ja, ne? Dann sind wir dem wenigstens von der Gehaltsliste los, ne? Kann denn noch jemand Rechtsverteidiger? Nee, ne? Zur Not müssen wir das so machen, wie wir das auch in Dings am Ende gemacht haben. Bei Teutonia 05. Da müssen wir den Rechtsverteidiger ein bisschen offensiver machen. Also so, dass das ein RM ist. Aber so halt ein bisschen defensiver. Das wäre halt noch die andere Möglichkeit, die wir machen könnten. Ja, Beobachtungsliste. Ne, Neukirch. Die wären jetzt auch nicht so teuer, ne? 504.000, wenn wir den jetzt noch holen würden. Der wird auf jeden Fall manchmal reinkommen, ne? Das heißt, der wird auf jeden Fall, wenn wir Glück haben, sogar aufgewertet werden. Und der ist halt günstiger, ne? Dann haben wir noch den Golles, Stärke 8, 27 Jahre alt, fairer Spieler. Da könnte man auch gucken, ne? Ein Jahr Vertrag wäre jetzt auch nicht so teuer. Außer die wollen den unbedingt halten. Obwohl, der macht jetzt auch nicht so viele Einsätze, ne? 4 Einsätze hat der, ein Tor hat er auch gemacht. Ja, jetzt ist die Frage, Neukirch oder Gülles? Ich tendiere aber zu Neukirch, weil er jünger ist und halt, ne? Verbesserungspotenzial. Ja, komm, machen wir mal Verhandlungstermin. Dann machen wir das auch noch. So, Iago. Ja, Mbabu
Vargas. Außer der geht jetzt für nächste Saison. Dann würde ich den Neukirch jetzt auch für nächste Saison. Ne, ich glaube, ich würde den trotzdem für diese Saison holen, damit wir den ein bisschen aufbauen können. Auch wenn ich jetzt, je nachdem, was für eine Summe ich zahlen muss, ne? Wenn die jetzt auf einmal mit 1 Million kommen oder so, dann würde ich da, glaube ich, nicht so zahlen. Aber wir müssen mal schauen, Leute, wie wir das genau machen. Erstmal abwarten, was die sagen. Abwarten. So, auslaufender Vertrag, ja. Nächste Saison, ne? Ja, wir gucken erstmal. Kann auch sein, dass wir das ändern auf nächste Saison dann gleich. Ach, in der nächsten Folge. So, was ist der? Stärke 6, ne? Ja, kriegt so um den Dreh 5000 Auflaufprämie. Ich würde den erstmal für 3 Jahre machen. Mit Option. Ja, okay. Ja, müssen wir dem ein bisschen Grundgehalt mehr geben. Ja gut, dann geben wir den noch ein bisschen mehr. Machen wir hier 80.000, machen wir 90.000, also da doppelte plus 6.000 Auflaufprämie. Ja, da ist er optimistisch. Finden in der nächsten Woche statt. So, 620.000. Mal gucken, wie weit hoch die gehen. Warte mal, 70.000 unter Marktwert. Also wäre das für jetzt, ne? Ja, und ja, ist halt die Frage, wenn wir jetzt 880.000 machen, ja komm, unterschreiben wir. In der nächsten Saison, okay, alles klar, bei Elversberg. Wir holen uns den Wanner von Elversberg und die holen sich dann Mbabu. Ja, können sie aber gerne machen, habe ich nichts gegen. Dann würde ich aber trotzdem einen Neukirch für diese Saison holen. Und dass wir den dann ein bisschen hochpushen können. Ja, das heißt, er kriegt auf jeden Fall mindestens einen Startelf-Einsatz. Weil der ist ja sowieso nur eine Stärke niedriger als die anderen. Deswegen würde ich da hochpushen. Ja, weil der Neukirch, ich glaube, der spielt bei seinem Verein nicht. Das ist halt das Problem, weil der spielt, glaube ich, bei Hoffenheim. Ja, und das wird halt dann ein bisschen schwierig bei dem, dass er spielt. Dementsprechend. Sitter hat sich im Training verletzt. Adduktorenzerrung. Okay. Achtung, in der nächsten Woche schließt die Transferliste. Wenn sie noch einen Spieler verkaufen oder verpflichten wollen, ja. Deswegen handeln wir jetzt. So, Mbabu wechselt für die nächste Saison. Was haben wir noch so für Transfers? Rasmussen wechselt von Nordzähler nach Stuttgart. Aliko trainiert ab jetzt wieder in der A-Jugend. So, Neukirch, genau. Am Dienstag haben wir die Verhandlungen. Wir spielen in der nächsten Folge dann gegen FC Erzgebirge Aue. Da beginnt die Rückrunde. Ich würde jetzt aber noch ein paar Einzelgespräche hier machen. Udokai, Mbabu, kriegt trotzdem ein Gespräch mal hier. Ich werde aber wahrscheinlich den Eitschberger dann einsetzen. Na, kriegt auch hier einiges an Gespräche. Na, 2 Stück. Kommt dann hier rein. Mbabu, er bleibt dann draußen. Kerber, ne? Der kommt mal hier auf die Bank. Frische, ja, die Kondition halt geht ein bisschen niedriger. Aber die Frische ist dafür wieder hochgegangen. Sehr gut. So, würde ich sagen, besuchen wir noch den Sitter, weil er sich verletzt hat. Und den Heinke. Kriegt auch mal ein Einzelgespräch. Ja, wir haben jetzt Trainingsspiel, ne? Kerber, ne? Ist immer im Einzeltraining. Sehr oft.
Ja, liebe Leute, in diesem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da war es nämlich schon wieder mit dieser Folge, obwohl ging schon ein bisschen länger jetzt, 50 Minuten. In diesem Sinne, in der nächsten Folge haben wir dann, die Rückrunde beginnt dann. Ich bin gespannt, wie wir starten. Und ich hoffe, dass wir am Ende dann auch besser performen, als wie hier in der Hinrunde am Ende. Aber gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.